Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Unsere Parasaurolophus wollen alle miteinander reden, deswegen lassen wir sie auch reden. Also so langsam sind es ziemlich viele, oder? So, da wir hier uns um die Vielfalt gekümmert haben, werden wir uns immer hier auch um die Vielfalt kümmern. Also das eigentliche Vielfaltsdingens ist nämlich hier nochmal zu führen. Denn wir haben hier... Nein, warte mal, das ist falsch. Oh, was ist denn eigentlich hier geschehen? Ist ohne niemand mehr. Dann werden wir uns hier einfach mal darum kümmern. Hier hatten wir Ankylosaurus, richtig? Warum sind die nicht mehr hier? Die wollen wir doch auch mal alle modifizieren. Auch mit so einem Lebenserhaltungsdingsbums. So. Immer gut ist und so. Die haben auch keine Skins. Ich pumpe den noch zu mit ein bisschen Krokodil-DNS und einem anderen. So, ausbrüten. Ausbrüten. Hier zählt nämlich die Erfolgsrate 2.0. Hier drüben haben wir auch leider kein Ankylosaurus mehr, deswegen ist hier sogar etwas Flaute. Durch die ganzen Besuchermangel. So, hier sind dann noch die neuen Edmontosaurus. Hallo. Da wächst zumindest hier wieder die Gesellschaft. Der Schwanz. Der passt kaum richtig hin. So, Sturmabwehrabdeckung muss auch noch etwas gemacht werden. Und zwar, wo haben wir das jetzt schon? Wo haben wir das noch nicht? Da hinten ist es nicht nötig. Hier ist es mehr nötig, da drüben. Hier. Genau hier hinten. Hier hinten können wir immer was hinbauen. Kann man auch darauf ausgehen, dass es... Ich fand es irgendwie immer leicht schräg. Seltsam, aber wahr. So. Dann schicken wir mal die Ranger zum Aufsehen. Die Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend.
unterwegs, um Futterstationen zu füllen. Dieser Auftrag könnte einen großen Einfluss auf unsere Zukunft haben. Die Zeit wird es zeigen. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstationen. Kein Problem. Verstanden. Die Sauropoden brauchen wieder was zu... Hey, was ist denn mit denen los? Stand da gerade, die haben keine Gesundheit? Kommt auf die Liste. Bestätige Aufgabe. Irgendwas stimmt hier nicht. Der verhungert mir auch irgendwie. Irgendein Grund wollen dann nämlich die ganzen Pflanzenfresser alle sterben und ich weiß nicht wieso. Entweder ist das Gebiet zu groß oder keine Ahnung. Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern, vor allem in Situationen wie diesen. Einverstanden. Ja, sie haben noch das Tor. Jetzt müsst ihr sie aber erst mal vorbeilassen, ihr Clan. Jetzt kann ich nicht vorbei. Wegen dem Parasaurolophus. Hier kommt gerade eine Heilung in Gange. Er wurde getroffen. Und deswegen muss er jetzt wegrennen. Aber ich hoffe, das nützt irgendwie was. So, aber ich denke, das hat was genützt. Jetzt sind die ganzen Dinosaurier wenigstens nicht mehr so verhungerisch. So, dann wenden jetzt sicher die Leute und lassen die einfach mal laufen. Na gut, ein bisschen heller sind die schon. Ich mach mal ein paar normale Gallimimus hier raus. Man kann ja nie wissen. So, gleich mal auch gucken, wer hier überhaupt. Einfach da mal gucken. Sehen Sie das nicht als Arbeit, sondern als zusätzlichen Verdienst und Erfahrung. Sie wissen wahrscheinlich, was ein Fototermin ist. Bei diesem Auftrag geht es genau darum. Um einen Fototermin für die Unterhaltungsabteilung. Also knipsen Sie mal munter drauf los. Fotografieren Sie den Dinosaurier der Jagd. Wollen Sie haben? Kriegen Sie. Wir wollen ja den Tyrannosaurus Rex. Oh, okay.
Achso, der liegt daneben. Da ist ein alter Schwächesturm. Da drüben derjenige ist sicher gestorben, weil er verhungert. Ne, das war mein Velociraptor, der ist an alter Schwäche gestorben. So, Mist aber auch. Ihr wollt was Jagendes sehen. Ihr wollt Action. Ihr wollt Tode sehen. Dann kriegt ihr das auch. Erstmal bestelle ich ein Auto hierher. Zur Futterstation. So. So bestelle ich Autos dahin. Da muss ich den ganzen Weg nicht selber machen. Produkt wird transportiert. Produkt in der Da jagt er. Oh, und ich mal selber lenken. Ja, Ghost. Ja, ist alles gut, Großer. Alles gut. Der schaut, ach so, als ob er gleich was machen will. Oh, oh. Da kommt er. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ah. Vielleicht reicht das ja schon. Es gibt eine Errungenschaft. Von wo ist die Ziege? Geil. Okay, jetzt habe ich alles rausgefunden. Es gibt eine Errungenschaft namens Wo ist die Ziege? Verfüttere die Ziege an Tyrannosaurus und fotografiere es. Belohnung einsammeln. Keine Selfies allerdings. Fotos, auf denen sie verspeist werden, kann ich nicht verkaufen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke. Ja klar, ist klar. So, einmal rauslassen bitte. Wo ist das Auto? Hier ist das Auto, hier ist das Auto. Vortrag lenken. So, jetzt muss ich den Edmontosaurus ein bisschen im Auge behalten. Da greift nämlich sicher auch gleich der Rex an. Scheiße, alles weg. Das ist nicht gerade das Vergnügen, was ich mir vorgestellt habe hier. Tyrannosaurus Rex und Edmontosaurus in Panik. Zwei schöne Bilder, die sich sehen lassen können. Screenshot. Gleich mal wieder hier hingehen. Nicht, dass ihr gleich an. Oh. Jetzt geht's los. Oh nein. Das steht total ungünstig. So, der trinkt jetzt erstmal. Was? Achso, das ist auf der anderen Seite.
Und sicher auch bald irgendwas. Selbst wenn es dieser Perspektive ist. Denn. Oh oh. Ich glaube, der Tod ist gerade. Oh nein, ich verpasse schon wieder. Ah, nein. Oh nein, es ist nur die Ziege. Also eine richtige Jagd hier, die habe ich jetzt noch nicht erlebt. Vielleicht sollte ich mich hier auf dem Hügel rumtreiben. Hier sieht man so ein bisschen mehr. So. Was ist mit dir? Okay, wo rennt Ghost jetzt hin? Warum wackelt seine Kloake so komisch rum? Ich glaube, jetzt geht's los. Irgendwann musst du ja mal Interesse an der Beute haben. Ich habe sie nicht umsonst hier hingelegt. Ist das klar, Ghost? Akzeptieren, ankreuzen und... Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Genau die richtige Perspektive. Wir müssen sich ein bisschen hier hin. Das ist Jagen. Schönes Foto. T-Rex bei meiner Lieblingsbeute. Edmontosaurus. Dankeschön. Das Foto haben Sie ganz allein gemacht, ja? irgendwo tun einen die Edmontosaurus schon irgendwo leid, weil laufen nur hier rum oben. Danke für Ihre Hilfe im Unterhaltungssektor. Ich hab das Innovationszentrum, ist ja geil. Vorräte voll. Gut gemacht, Ghost. Ich bin stolz auf dich. Oh nein, da kommt er schon. Oh nein, da ist er. Ja. Sein lieber Ghost. Ganz lieber Ghost. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nö. Ghost ist eindeutig der König hier. Der wollte gerade wegrennen irgendwie. Das war eine Ziege. Aber cool. Es gibt doch ein Wo ist die Ziege? Hi Ghost, wie geht's dir, Ghost? Man muss man das ja auch mal machen. Whoa. Shit.
Okay. So, ich bin jetzt einmal im Kreis hier vorne, kann man so sagen. Einmal quer durch den Park durch und so. So, hier gibt es aber auch schon wieder was Neues. Ah ja, genau. Die wollen wir uns auch noch freilassen. Meine braunen Paarbrarius. Nicht Buton. Ich weiß nicht wieso. Ich lasse die aber frei. Erstens, weil die eine andere Farbe haben. Und zweitens, weil diese Tiere, die ich jetzt habe, momentan, die jetzt nicht diese Farbe haben, extrem kurzlebig sind. Haben die Dinosaurier ihre Dusche verdient? Können die eigentlich auch zu viel werden in dieser Größe vom Gehege? Ich glaube nein, oder? Bestand ist nämlich bei denen in Ordnung, das Soziale ist bei denen genauso in Ordnung. Die Geborgenheit beträgt aber nur 90%. Das steckt aber noch alles. Brauchen halt ein bisschen länger, sich um sich an ihre Umwelt zu gewöhnen. Mein Rat, nehmen Sie den Auftrag an. Mayasaura, der Schrecken der Geschichte. Mayasaura, verkaufe ich gleich sofort wieder. Das ist also doch normal, okay. Der normale, der sieht, naja, der sieht braun aus, ja. Ich gleich mal gucken mit dem Vergleichen, die ich jetzt im Tiger-Stil habe. Die schlagen schon miteinander. Ach, ist der neue gleich nur der mit hinzugekommen? Oder wie? Das sieht fast so aus. Also das beherrschen sie, das miteinander reden.
Also reden können die schon mal, ja. So, werde ich mich aber allerdings mal darum kümmern, dass die auch wieder Nahrung bekommen. Nachschubanfrage erhalten. Nicht, dass dasselbe passiert wie jetzt gerade eben, wo ich dann plötzlich fast die Hälfte meiner Dinosaurier verliere. Oder tendiere zu verlieren. Wir haben ein neues Betriebsgebäude. Es nennt sich Innovationsbohr. Ist das riesig Zentrum. Alter, ist das geil. Und total groß. Und dann hat es noch 4 Wegverbindungen. Oh, das ist kein Wunder, dass es für das Zentrum hier gemacht wird. Wie sieht das jetzt aus? Hier habe ich alles abgeschlossen. Oh, scheiße, ist das geil. Das Innovationszentrum. Forschung abgeschlossen, ja, diese Szene 2.0. So, dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Sicherheitsquests machen. Danach verabschieden wir uns von diesem Part. GVO. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Die wollen einfach nur Fleischfresser-Fossil. Dabei ist es egal, ob groß oder ob klein. Das finde ich immer wieder toll. Kann ich auch ein bisschen nach Dilophosaurus suchen. Bei Dilophosaurus haben wir noch nicht 100%. Soziale wird gerade ein bisschen auf eine harte Probe gestellt bei diesen Tieren. Irgendwie ja. Klingt komisch, ist aber so. Oh nein! Ghost! Was ist mit dir passiert? Oh nein, der König ist tot. Ghost. Bitte nicht Ghost. Oh nein. Ist zwar natürlich auch tot gewesen, aber trotzdem. Ich hätte nie erwartet, dass Ghost eines Tages sterben würde. Wir haben eine echt schöne Zeit gehabt, Ghost. Wir werden die nie vergessen. Aber wirklich nicht. Der Abschied ist da. Unser König Ghost. Ist im Lach im Wasser und das haben wir jetzt gerade gesehen. Ey. Okay, Ankylosaurier. Brauchen wir auch wieder neue. Na gut, Ghost hat sich von unserem Leben verabschiedet. Doch wir brauchen jetzt einen guten Ersatz für Ghost. Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Wir haben es. Wir haben das Sicherheitszentrum. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie 5 Sterne erlangen. Und wir brauchen einen Ersatz für Ghost. Ich kann noch was lebenserhaltend. Ne, warte, das ist. Hab mich verklickt. So, ein bisschen mehr Leben für Ghost. Was haben wir jetzt hier? Alpinmuster. Oh, Steppenmuster.
Oh, der ist geil, bestimmt. Den werden wir einfach mal übernehmen. Ist zwar dann kein Ghost mehr, aber... Was soll's? Der kann dann gleich mal ein paar... Der kann dann gleich mal als Begrüßung ein Edmontosaurus aufräumen. Bin echt gespannt, wie der Tyrannosaurus dann mit dem Steppenmuster aussieht. Ich meine, besseres als sowas gibt es nicht. Das ist wirklich das Letzte, was wir uns ansehen. Solange schicken wir unser Expeditionszentrum nochmal los. Die Ziliu-Chin-Formation. Die kommen immer ein bisschen. Wer ist krank? Falsche Taste. Ah, okay. Die aus unserer Masse. Kommt auf die Liste. Was ist mit dir los? Du hast jetzt den Kopf so schief. So, jetzt haben wir zumindest auch das letzte hier freigeschaltet. Auf dieser Insel. Wir haben zwar noch nicht 5 Sterne, aber vielleicht schaffen wir das mit den 9 T-Rex. Und freilassen! Wenn es Edmontosaurus in dieses Gehege reinschaffen, dann ist gewiss, dass sich hier ein anderes Tier herumtreiben wird. Ein Tier, das Edmontosaurus als Frühstück mag. Was? Habe ich den nicht zum Brüten geschickt? Dilo, Dilo, Dilo. Ojangosaurus. Vier Sterne und einen angekratzten. Wie könnte man diese... Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber diese... Einschienenbahnstation. Die wollen eine Monorail. Die wollen es also. Ich hätte ja eine Idee, wie ich die hinbauen könnte. Beziehungsweise, wo ich die anfangen könnte. Ich glaube, das würde keine Probleme machen. Mono, 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 hier ist nichts. Ah, ich bin falsch. Ja, weiß ich. Und zwar drehen wir das mal hier hin. So. Jetzt überlegen wir uns erstmal, wo wir das Ende hinbauen. Wenn sie nicht laufen wollen und besonders effektiv handeln, ne,
Ne, dann können Sie bis hier hinfahren. Bisschen durch, bisschen hierhin. Hallo? Sagt hier verbaut. Überall verbaut, 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 verbaut. Verbaut, okay. Nächster Weg. Der Stadt. Der Stadt. Und wir wissen, dass die Schräge unvollständig ist, deswegen bauen wir es auch so. Posten verbaut. Dann fahren wir hier durch das Gehege. Hier durch und da durch. Achte dafür, dass diese Kurve nicht zu gut ist. So. Und hier habe ich gedacht, könnten wir irgendwo dann die nächste Endstation hinbauen. Wobei ich jetzt denke, hier wäre so eine Station auch gut. Einfach mal gucken, wo wir das hinbauen können. Gucken, 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 gucken. Da war's doch. Da war's eben. Da. Boff! So, da haben wir hier das Ende dieser Station. Gucken wir mal, das ist jetzt irgendwie nach hier. Okay. Okay, dann können wir das hier nämlich mit dem verbinden. So. Wenn sie nämlich jetzt da von dahin nach dahin fahren, dann haben die spezielle Verbindung. Warte mal. Eigentlich sieht das nicht gut aus. Nö, das müssen wir anders machen. Und zwar nicht von da nach da. Sondern wir haben ja immer nach da und wir müssen nach da bei. Ne, doch, ich denke, das ist gut so. Oder? Jetzt bin ich verwirrt, aber wann bin ich das mal nicht? So. Wie dem auch sei. Dürfen wir auch eigentlich nicht so viel Abstand zum Gebäude machen. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Da ist schon wieder einer tot. Jetzt haben wir erstmal die eine Bahn versorgt. Jetzt müssen wir auch die hier versorgen. So, liebe Besucher, falls ihr euch mal nach hinten wagen wollt zu den anderen Tieren, haben wir jetzt eine Monorailbahn zur Verfügung. Oh yeah. Steppenmaster. Das ist das große Finale. Dann beenden wir den Part. Wenn ihr ihn sehen wollt, hier ist er. Einer der geilsten Skins.
Also der sieht recht geil aus, den nenne ich King. Der erste Halt von King ist... Wo ist denn sein Essen? Alter. Und jetzt dachte man sich, oh nein, er wird Vegetarier, aber nein, da war nur eine Ziege im Busch. Oh, der sieht... Oh, die Nase, ey. Das sieht viel kräftiger aus als das andere Tier. Oh, die Streifen, ey. Seht euch das an. So. Wir warten noch ein bisschen, bis er das Tier gefressen hat. Das, was da steht. Der Edmontosaurus. Wenn ihr Werber wirklich wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet am besten beim nächsten Part wieder ein von Jurassic World Evolution. Abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall wieder bei einem neuen Part mit King und mit den anderen. Vielleicht werde ich... Ich glaube, ich werde mich sogar schon als nächstes zur nächsten Insel losmachen. Dann haben wir eine neue Vielfalt zu bieten und vielleicht sogar Konkurrenz für King. Denn ein Edmontosaurus ist wirklich keine Konkurrenz für ihn, wenn man das mal so sagen darf. Doch King ist genau der, den wir behalten wollen. Oh, der Schwanz. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal und ciao.